Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Turmoil. Und da sind wir wieder. In der letzten Folge haben wir über 100.000 auf unserem Konto bekommen. Ich würde gerne wissen, ob das heute weiterhin so bleiben kann. Und ihr hört es vielleicht, meine Stimme ist noch nicht ganz da. Aber ich fühle mich fit genug, um wieder Videos zu machen. Also, ja, versuchen wir es mal. Wie immer, 2 Wünsche-Rückengänge und 5 Pferde. Und dann gehen wir mal auf die rechte Seite. Da haben wir was. Ich glaube, ich setze das mal hier hin. Das war dicht dran, aber noch ein bisschen weiter unten. Dann setze ich, glaube ich, hier eine hin. Wir wollen nämlich möglichst viel Silos dazwischen bauen können. So, dann können wir das hier verbessern. Und das auch. Und dann verkaufen wir auf der linken Seite. Und dann bauen wir hier die Rohre. Das haben wir auch direkt getroffen, das ist sehr schön. Dann verbessern wir unbedingt die Wagen. Dann verkaufen wir noch ein kleines bisschen, damit wir so ein Startkapital haben. Damit wir hier schön Silos bauen können. So, das soll jetzt aber auch genug sein. Sparen wir erstmal ein bisschen. Seiten haben schreckliche Preise, aber daran kann ich leider nichts ändern. Okay, nehmen wir ein Darlehen. Anders wird das hier nichts. Wow, okay. Wir müssen tatsächlich noch ein Darlehen nehmen, sonst schaffen wir hier gar nichts. Kann die auch nicht verbinden. Das ist sehr schön. Verkaufen wir eben ein bisschen. Das ist sehr, sehr schlecht. Okay, wir brauchen mehr Exporte, mehr Verkauf. Machen wir erstmal ein super Silo. Ich hätte hier vielleicht sogar noch ein bisschen dichter zusammenstellen können. Jetzt der Preis wenigstens einigermaßen angenehm. Das müssen wir dringend ausbauen. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, keine Ahnung, 8. Wir haben Gas gefunden. Wir haben dreimal Gas gefunden, okay. Wir gehen mal hier irgendwo hin. Dann hier irgendwo hin. Da haben wir Öl. Wir verkaufen rechts bitte, danke. Es könnte sein, dass hier irgendwas ist. Schauen wir hier unten nach. Okay, da ist auf jeden Fall Öl. Dann verbessern wir mal hier. Schon Juni, aber wir haben bisher kaum was gemacht. Was ein bisschen schade ist. Jetzt haben wir noch mehr von denen. Weil vielleicht gibt es noch irgendwo Öl hier in der Mitte, hier weiter unten, links. Es könnte natürlich auch gut sein, dass es einfach gar nichts mehr gibt. Dass wir hier einen ziemlich schlechten Boden haben. Wir haben auf jeden Fall 3 Gasvorkommen. Die wollen wir ganz gut nutzen.
fürchte tatsächlich, die finden nichts. Das ist doof. Wir haben hier auf jeden Fall eine Menge Öl. Ich glaube, wir machen das alles auf die linke Seite. Das hier rüber. Hier rüber. Hier rüber. Ich muss mal kurz gucken in den Gestein. Das sollte da drunter bleiben. Das verbessern wir. Das verbessern wir. Da verbinden wir auch schon mal. Da läuft auch kein Öl hin, also da brauchen wir uns keine Sorgen machen. So, ich würde noch ein klitzekleines Silo bauen, um das restliche Öl da speichern zu können. Dann verbessern wir das noch, verbessern wir das noch. Komm schon. Ich werde das vielleicht nochmal verbessern. Ja, und das war's. Damit schließen wir das. Schließen wir das. Dann würde ich sagen, öffnen wir das. Dann fangen wir einfach jetzt schon an zu verkaufen. Denn das Öl wird sehr schnell leer sein. Das Gas meinte ich. So. Und da sollten wir jetzt alles haben. Halten an. Und das war tatsächlich alles. War nicht so herausragend. 27.300. Wir mussten am Anfang mit sehr schlechten Preisen verkaufen. Aber trotzdem haben wir eigentlich ganz gute Preise gehabt. Das sind jetzt nicht die 3 Dollar, die wir vorher hatten, aber geht klar. Am meisten haben wir für die Rohre ausgegeben. Danach die Rohr-Upgrades. Es war wirklich nicht besonders gut, aber okay, können wir nicht was groß dran ändern. Und da haben wir die Profite. Ich glaube, ich nehme tatsächlich diesmal den Diamanten und nutze den. Damit wir wieder ein bisschen gute Ländereien bekommen. Ich glaube, ich nehme das mal. 89 Cent sind ganz okay. Haben wir irgendwelche Upgrades? Moment. Fabrik? Nein. Keine Upgrades. Okay. Landauktion, Aktion, Auktion. Erstmal die Landauktion. Starten wir mal. Okay, Anthony sagt mich hier. Auf der einen Seite ist eine 34, auf der anderen Seite eine 23. Aber Anthony sagt, das ist ein guter Ort. Also glauben wir dem mal. So, 1% der Stadtaktien. Ja, da können wir lange darauf warten. Also dafür werde ich quasi gar kein Geld ausgeben, wenn die anderen es bekommen. Völlig egal. Ich meine, das ist vielleicht 5.000 wert. Wenn nicht, die zahlen zum Teil 7.000 dafür. Also, da werde ich mir keine große Mühe geben. So, 12.000, 11.000, 10.000. Wer hat 10.000 dafür gezahlt? Daisy. Daisy hat 10.000 für 1% Stadtaktien bezahlt. Ah, das tut mir leid, aber das ist dumm. Das ist dumm. So, hoffen wir mal, wir haben einen etwas besseren Boden. Dann machen wir das. An sich können wir die auch jetzt schon platzieren. Ich meine, eine hier und eine hier. Müssen wir nur noch die Rohre bewegen. Okay, gut. Ich hatte schon Angst, wir würden das nicht treffen.
Links steigt das gerade. Bitte verkauft mal links. So. Schnell mal verbessern, damit wir ein bisschen mehr Öl bekommen und den guten Preis noch nutzen können. Und dann gehen wir irgendwo hier hin. Ui, nee. Ah, stark, ich habe das wieder genau nicht getroffen. So, senden wir zwei weitere nach draußen. Der Preis sinkt schon wieder. Ich verkaufe nur noch ein kleines bisschen. Achso, stimmt, der bleibt ja bei 89 Cent. Ich würde das trotzdem ganz gerne ein bisschen lagern. So. Dann senden wir mal zwei von denen raus. Hey, Leute, los. Sammelt das ein. Bitte. Danke. Okay, vielleicht hätte ich nicht gleich zwei von den großen daran schrauben sollen. Wir brauchen einen größeren Wagen. Definitiv. Da müssen wir auch ein bisschen was verkaufen. So. Oh, rechts ist der Preis gestiegen. Da sollten wir uns auch mal drum kümmern. Da unten ist Öl. Ah ne, das Gas. Huch. Senden wir mal noch ein paar Maulwürfe. Verbessern mal die Rohre hier. Da ist auf jeden Fall nichts. Schauen wir mal ganz weit unten. Da irgendwie. Da haben wir noch mal Gas. Preise sind halt einfach so gut. Ich weiß nicht, ob wir am Ende genügend Öl für Gas, für die Gasnutzung haben. Gasaufbesserung und so. Ach komm, haben wir jetzt hier irgendwo Öl oder? Ich weiß nicht, ob das Öl ist. Doch, das ist Öl. Sehr schön. Dann buddeln wir uns mal nach da unten. Nehmen wir noch ein paar mehr raus. Drei Stück. Ich meine, irgendwo wird ja noch ein bisschen Öl sein. Jetzt nehmen wir es aber auch wirklich runter. Oh, fast gleichzeitig. Müsste dort unten sein. Und noch eins hier irgendwo. Deshalb nehme ich gerne die Maulwürfe. Wenn man so einen Scan macht und der einfach nicht trifft, hat man einfach Pech. Und dann läuft das nicht wirklich gut. So, noch ein Silo. Andererseits finden die Maulwürfe auch nicht unbedingt alles. Da. Perfekt getroffen. Ich glaube, ich mache mal hier so einen Zwischenschritt. Zum einen, um das Gas später rüber zu befördern. Zum anderen aber auch, falls da irgendwo Gestein ist. Ich habe das ein bisschen dumm hier angestellt. Ich glaube, wir machen das hier rüber. Hier links gibt es noch Gas. Das darf ich nicht übersehen. Ich glaube, das nehme ich sogar zur Ölförderung hinzu. Komm schon, er bietet einen besseren Preis an. Ich brauche ein bisschen Geld.
Rechts geht hoch. So. Ein bisschen müssen wir verkaufen. Zwei volle Wagenladung sollten fürs Erste genügen. Das sollten wir hinbekommen. Versuchen wir es mal. Es könnte echt gefährlich werden. Noch ein paar Pferde hinzunehmen. Achtung. Okay, ansonsten haben wir noch irgendwas. Senden wir noch mal ein paar Maulwürfe aus. Geht auch nach hier unten. Okay, wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Lager. Ist gar nicht so schlecht. Wir haben deutlich mehr Öl als das letzte Mal. So, dann würde ich sagen, bereiten wir das mal langsam vor. Ich würde tatsächlich sagen, wir schalten das hier komplett ab. Das gehen dorthin, dorthin, dorthin. Und dann, stimmt, müssen das ja hier unten noch verbinden. Verkaufen ein ganz kleines bisschen. So, damit wir das verbinden können. Und hierzu verbessern wir das, das, das und das. Öffnen wir das, schließen wir das. So, jetzt aber auch genug. Wohin geht das Gas? Da ist eben Gas ausgetreten. Okay, wir sind weggegangen, die wünschenroten Gänge. Das geht in die Ölvorkommen rein, warum auch immer. Keine Ahnung. So, da haben wir sehr gute Preise. Tatsächlich habe ich ein bisschen zu spät begonnen. Auf der linken Seite ist der Preis inzwischen wieder besser. Okay, dann beenden wir, weil wir anhalten und nichts ist übrig geblieben. Wir haben ein bisschen Spaghetti gemacht auf der rechten Seite. Wahrscheinlich hätten wir da nicht so komplizierte Sachen machen müssen, aber egal. So, 26.000, ja gut. Also, das waren jetzt nicht besonders gute Vorkommen, also wir haben nicht allgemein nicht so viel Geld gemacht. Diesmal haben wir aber besser verkauft, $1,32 pro Fass. Am meisten immer noch die Rohre, danach die Rohr-Upgrades und danach für die Mauerwürfe. Nochmal der Screenshot und damit haben wir es. Stimmt. Schaut euch das mal an. Habe ich das schon? Habe ich schon das Upgrade, wodurch wir Gasvorkommen wachsen lassen können? Ich weiß es gar nicht mehr. Verdammt. Ich glaube, wir hätten das machen können. Wir hätten noch mehr Geld rausholen können. Das müssen wir gleich mal nachgucken. Jedenfalls haben wir da das Fünffache von den anderen. Haben wir die Möglichkeit dazu? Wurde davon schon gesprochen, dass wir Gasvorkommen vergrößern können? Ich weiß es nicht. Gas, nee.
habe keine Ahnung, vielleicht, vielleicht auch nicht. Das müssen wir dann auf jeden Fall beim nächsten Mal ausprobieren. Moment, können wir hier was machen? 81 Cent. Ist nicht so toll. Und dann noch relativ teuer vergleichsweise. Das wäre eher nicht. Landauktion. Schauen wir mal. Also an sich würde ich schon sagen, dass wir direkt über dem alten wieder hingehen. Weil alle anderen Felder sind wirklich schrecklich. Andererseits sind eine Menge hier oben. Warum auch immer. Vielleicht riskieren wir es und wir gehen hier hin. Weil dort ist eine 34 darüber, diagonal eine 33. Außerdem die 33, die 18, die haben beide Diamanten. Vielleicht finden wir noch einen. Das könnte auf jeden Fall nicht schaden. Oh, 5% statt Aktien. Das heißt, es sind 25.000. Aber ich denke mal, die gönnen mir vielleicht doch noch ein bisschen mehr. Also vielleicht so 30.000. Dass wir so knapp über dem Geld von Blanche liegen. Weil 5% sind dann halt wirklich eine Menge im Vergleich zu den 1%, die wir hatten. Ich würde sagen, wir passen es ganz, ganz knapp ab. Und zwar jetzt. ja, für gewöhnlich geben sie nicht ihr gesamtes Geld aus. Also wir haben es für knapp über 25.000 bekommen. Damit sind wir jetzt leider unter knapp 150.000 Dollar. Aber egal, wir haben fast zwei Drittel, 28%. Fast ein Drittel. Huch, Mathe ist gerade nicht so krass, reden auch nicht. Also, Pech gehabt. Jedenfalls, das war's mit der Folge. Wir hatten ein paar schlechte Böden. Und ich würde sagen, die Folge allgemein war jetzt nicht so spannend, aber hey, in der nächsten Folge versuchen wir dann, die Gasleitung so zu legen, dass wir die Gasvorkommen größer machen können. Also auf jeden Fall ausprobieren. Ansonsten war es das mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.